Da ist ja dieser wahnsinnige Irrtum, das sagt, Miniaturen bedeutet klein. Aber es kommt eigentlich aus einem technischen Begriff her, nämlich von Minium, das ist lateinisch für Männige, das ist ein rotes Pigment. Die Miniatur hat sich aus der Buchillustration heraus entwickelt. Es ist nicht einfach ein Gemälde, es ist nicht bestimmt, um an einem Nagel an der Wand zu hängen, sondern halt bei sich getragen zu werden. Deshalb hat man Medaillons, die man sich an Ketten um den Hals hängt. Man hat Armbandaufsätze, man hat Fingerringaufsätze. Man kann sie in die Tasche stecken, man kann sie als ein Schmuckstück tragen, man kann sie sich um den Hals hängen, man kann sie ans Herz drücken. Es ist eben ein persönliches Bildnis. Und das sieht man den Miniaturen auch an. Ich habe eine Miniatur, die ich sehr, sehr gerne mache. Die nennen wir die drei Generationen. Das ist Mutter mit Kind und die halten die Großmutter als Miniatur in den Händen. Die haben wir die drei Generationen genannt. Die mache ich sehr, sehr gerne. Und die ist auch wunderschön. Mit was für einer Feinheit und mit einer Sorgfalt diese kleinen Bildnisse wohl gemalt worden sind. Aber besonders inspiriert haben mich letztendlich dann doch die Rückseiten, weil man die so selten sieht. Über lange Jahre, in denen Tensis gesammelt haben, waren diese Miniaturen eigentlich nur für sie selbst und einen ganz engen Freundeskreis zu sehen. Und so entstand der Gedanke, aus dieser Miniaturensammlung eine Stiftung zu machen, die im Bomann-Museum ausgestellt werden sollte. Und auch eine zukünftige Präsentation dieser Sammlung für die Öffentlichkeit. Das heißt, dass wir das für die, wie das eigentlich nicht für uns alleine haben, dass wir es zeigen. Es macht wahnsinnig viel Freude. Also mein ganzes Herz hängt eigentlich da dran, ja. der Schwerpunkt in der Miniaturensammlung Tensi liegt im 18. Jahrhundert. Das Interesse ist sehr stark konzentriert auf französische Werke aus dieser Zeit. Also wirklich der Blütezeit der Miniaturmalerei. Das ist einfach der Zeitraum, in dem die besten, qualitativ hochwertigsten Stücke entstanden. Stimmt's? Die haben solche Ausstrahlung. Ich meine, da kann die hässlichste Frau mich angucken, aber die hat so viel Ausstrahlung, weil sie so perfekt gemalt ist, ja? Und also meine Liebe zu Miniaturen wächst an sich täglich. Die Sammlung der Tensis kann man mit Fug und Recht als eine der bedeutendsten in Europa bezeichnen. Wir haben nicht von jedem Miniaturisten Bilder, aber die Sammlung ist sehr weit gespreizt. Und sie bildet hier sozusagen das Spektrum der gesamten europäischen Miniaturmalerei ab. Es sind alle bedeutenden Maler, alle bedeutenden Malschulen vertreten. Und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Kollektionen, die häufig ja doch auch aus Zufallsprinzip entstehen, wo nicht eine so stringente Sammelstrategie dahinter steckt. Wir haben sie angefangen in den 80er Jahren, ganz einfach in den 80er Jahren. Ich hatte von meiner Mutter drei Miniaturen bekommen, die ich bildschön fand damals. Und die erste Miniatur, die wir gekauft haben, war nur ganz schlechte Qualität. Wir haben so ausgesortiert schon, dass wir an sich nur noch sehr, sehr gute Qualitäten haben. Die Qualität hängt stark von dem Nuancenreichtum ab in einer Miniatur, ob da sehr viel dargestellt ist oder ob es nur sehr summarisch dargestellt ist. Frau Schmickels-Otten, die zeigte also Miniaturen. Und anhand eines Vergleich eines Streichholzes. Und da war also ein Auge, es war so groß wie ein Viertel eines Kopfes eines Streichholzes. Da sahen Sie noch die Äderchen im Auge. Und das ist Qualität. Eine billige Miniatur, die können Sie nicht vergrößern. Und wir haben also teilweise, wenn wir Ausstellungen haben, vergrößern wir diese Dinger so groß, so kleine. Die werden immer schöner. Ja, Jean-Baptiste Augustin, dieser französische Miniaturmaler aus dem späten 18. Jahrhundert, der ist ganz besonders faszinierend. Eines seiner großen Meisterwerke ist ganz sicher dieses Bildnis hier, diese Dame, die sich mit einem Pfeil einen Schmetterling an ihrer Brust aufspießt. Er schaffte es, mit wenigen Mitteln das Wesen eines Modells sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wir haben jetzt seit einigen Wochen einen neuen Internetauftritt. Das Neueste hier auf dieser Seite ist, und das ist auch das große Highlight, ich kann jetzt alle auf einen Schlag sehen. Hier habe ich die Künstlerbiografie oder ich schaue mir direkt also die Miniatur an. Ein weiteres Highlight ist, wenn ich mir die entsprechenden Miniaturen, die ich gerne vergleichen möchte, näher anschauen möchte, kann ich also den Leuchttisch bedienen und mir jetzt einzelne Miniaturen hier auf den Leuchttisch ziehen und auch vergrößern.
und besonders, was man jetzt nicht in den Ausstellungen sieht und nur teilweise auch in den Katalogen, die Rückseiten. Weil man so einen persönlichen Bezug hatte zu den Dargestellten, schätzte man es auch sehr, wenn man noch etwas Reales von dem Dargestellten in der Miniatur hatte. Vor allen Dingen die Engländer haben das sehr viel gemacht. Dann sehen sie die Rückseite, dann haben sie die eigenen Haare. Und die haben teilweise wunderschöne Rückseiten auch. Also Miniaturen wurden ja nicht nur als Medaillons gerahmt, sondern auch auf Dosen montiert. Hier auf einer Schildpattdose. Sie ist mit Goldreifen geschmückt und das Innere ist mit Gold ausgekleidet. Wir machen ja, was keiner bis jetzt gemacht hat, immer Themenausstellungen. Nicht wahr? Normalerweise ist in den Museen, da wird was vererbt und da wird diese ganze Serie von schönen, mittelmäßigen und schlechten Miniaturen da hingestellt und so weiter. Und wir machen Themenausstellungen. Wir präsentieren die Sammlung in wechselnden Ausstellungen. Das ist auch etwas wirklich Besonderes der Miniaturensammlung Tensi, dass sie uns so viel Material bietet, dass wir sie nach und nach in Sonderausstellungen präsentieren können. Und diese neue, die wird ganz besonders schön, jetzt die Rokoko-Ausstellung. Jede Ausstellung wird mit einem solchen umfassenden Katalog dokumentiert. Das heißt, wir erfassen zum einen alle Miniaturen, die in besonders guten Fotografien dargestellt werden und beschrieben werden in Texten, aber auch dazu mit einleitenden Aufsätzen zu dem jeweiligen Aspekt, der ausgestellt wird, zu dem jeweiligen Ausstellungsthema, sodass also sozusagen durch diese Kataloge in der Summe nach und nach wirklich ein Kompendium der europäischen Miniaturmalerei entstehen wird. Das freut mich, ja? Dass die Menschen auch das empfinden, was ich auch empfinde. Musik